Liebe Gäste, mein Name ist Tim Gudajan, ich bin der kaufmännische Klinikleiter Nord der München Klinik und begrüße Sie ganz herzlich gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen der Klinikleitung und der Geschäftsführung zum heutigen Richtfest. Ich begrüße Sie auch ganz ausdrücklich gemeinsam im Namen mit meinen Klinikleiterkollegen hier vor Ort, Frau Astrid Göttlicher der pflegerischen Klinikleitung Nord, Herr Dr. Christian Unziger der ärztlichen Klinikleitung Nord. Und wir freuen uns, dass Sie so zahlreich heute zum Richtfest und zur Darstellung der neuen Marke gekommen sind. Und ganz besonders freue ich mich, wenn ich in die Runde schaue, über die ganz vielen bekannten Gesichter aus unserer Klinik, hier aus der München Klinik Schwabing. Ärztinnen, Ärzte, Pflege, Funktionsdienst, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Verwaltung, ganz viele Leute, die tagtäglich hier mitwirken, dass wir diese Gesundheitsversorgung machen, die uns hier so besonders macht am Standort Schwabing. Wir möchten heute gemeinsam einen ganz wichtigen Meilenstein feiern. Ein Meilenstein für die München Klinik insgesamt, aber gerade auch für diesen Standort hier. Viele sind auch gekommen, um das neue Dach, das sich hier bietet, mal zu inspizieren, die ersten Blicke in den Rohbau zu werfen. Und wir sind auch alle schon ganz neugierig, wie das so aussieht und wie groß so ein Neubau ist, weil es doch in der Realität ganz anders aussieht als auf den Plänen. Heute Nachmittag um 14 Uhr wird es nochmal richtig voll. Dann haben wir alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Schwabing eingeladen, um bei Kaffee und Kuchen sich das hier gemeinsam anzuschauen. Wir freuen uns, dass dann ganz viele kommen werden. Das Haus wird also noch richtig voll. Jetzt aber möchte ich mich erstmal bei all denen, die jetzt schon hier sind, bedanken für ihr Interesse, ihre Zeit. Und wie gesagt, für uns ist es ein ganz, ganz wichtiger Tag. Wir haben eine neue Marke. Wir sind die München Klinik. Und gleichzeitig feiern wir das Richtfest für den ersten baulichen Meilenstein in der neubaulichen Aufstellung der München Klinik. Und was hier so greifbar wird in Beton und Stein und Stahl, das macht plötzlich so einfach greifbar und begreifbar, was wir die ganzen Monate und die Jahre zuvor besprochen, geplant, diskutiert, auf Skizzen angeschaut haben. Und ich sage Ihnen, es fühlt sich anders an, wenn man mal in so einem Bau drinsteht, statt auf dem Papier darüber zu sprechen. Und in der Entstehung dieses Baus haben die klinischen Nutzer, die heute auch vertreten sind, eine ganz besondere Rolle gespielt. Und denen möchte ich ganz besonders danken, denn es waren die Kliniker, die sonst im Tagesalltag Patientinnen und Patienten einversorgen, die geregelte Eingriffe, aber auch die Notversorgung Tag und Nacht, 7 Tage, 24 Stunden aufrechterhalten, die also zusätzlich zu dieser Arbeit in Nutzergruppen saßen, Nutzerabstimmungen, die mit uns geplant haben, mit uns diskutiert haben, die teilweise schon zu richtigen Bauexperten geworden sind. Und ich glaube, das ist ein Erfolgsfaktor, warum dieser Neubau gut wird, weil die Nutzerinnen und Nutzer eingebunden waren und wir uns dieser Diskussion gestellt haben. Ja, und während des Baus, danke, kurzen Applaus für die Kliniker. Während des Baus waren die Nutzer nicht nur durch diese Abstimmung, sondern auch die Baustelle an sich betroffen. Viele sind ja Nachbarn der Baustelle. Und auch wenn wir hier das Glück haben, auf der freien Fläche und nicht im Klinikbestand zu bauen, gibt es doch viele Auswirkungen im Alltag. Da sind die Patienten, die Fragen, die veränderten Anfahrtswege im Notfall, das sind Kräne, Betonmischer, Staub, Baulärm. Und auch das haben unsere Kolleginnen und Kollegen immer geschultert und immer mit einem Lächeln über die Unzulänglichkeiten in der Bauphase hinweggelächelt. Das war also eine tolle Teamleistung von Ihnen gemeinsam. Dazu gehörten auch Zeiten in diesem Sommer, wo es sehr heiß war, wo Fenster abgeklebt werden mussten, wo an heißen Tagen Aktionen liefen, wie das Eisverteilen an kleinen Patienten. Das war nochmal so ein ganz besonderes Stück Schwabing, wo die Leute gezeigt haben, dass einfach der Wille da ist, in jeder Situation das Beste für die Patientinnen und Patienten rauszuholen. Das ist ein ganz besonderes Stück Schwabing, was ich hier erleben durfte. Und das verdient meine Anerkennung. Vielen Dank. Ja, wie schon gesagt, die Nutzer haben ganz viel in der Planung beigetragen und das ist auch wichtig, denn so ein Neubau kann und darf kein Selbstzweck sein, sondern er soll einen Rahmen bieten. Einen Rahmen für das, was darin passiert und das für uns die Arbeit der Kliniker. Das ist die Medizin und Pflege, die in einem bestmöglichen Ergebnis für die Patientinnen und Patienten resultiert. Und
Wenn Sie in der Planungsphase mit den Nutzern abstimmen, dann ist natürlich klar, so ein Neubau ist auch kein Wunschkonzert. Ganz viele hier im Raum könnten mir jetzt ganz viele Wünsche und Ideen nennen, wo sie sagen, Mensch, das haben wir jetzt aber nicht realisieren können. Und das ist auch vollkommen normal, denn es gibt am Ende ein Budget, es gibt technische Limitationen, rechtliche Rahmenbedingungen und immer, wie in anderen Situationen im Leben, das Abwägen von Vor- und Nachteilen. Und insofern ist es schon eine Herausforderung für das gesamte Planungsteam, so viele Nutzer einzubinden. Trotzdem glaube ich, dass es genau der richtige Weg war, so viele Abstimmungen zu wählen. Und man hat viele Meinungen gehört, viele Meinungen berücksichtigt. Wir haben es wahrscheinlich nicht jedem zu 100% recht machen können. Aber ich bin sicher, dass wir auf diesen Prozess zumindest zu 99,9% auf Nutzerwünsche eingehen konnten. Und deswegen wird es auch gut, was wir hier gemeinsam bauen und in Betrieb nehmen. Das war eine tolle Teamleistung der Schwabinger. Vielen Dank. Und an dieser Nutzereinbindung sieht man noch einen weiteren Aspekt. Diese ganzen Neubaumaßnahmen der München Klinik und auch alle Modernisierungsmaßnahmen, die im Bestand passieren, die dienen ja nicht nur dem Zweck, die Patientenversorgung zu verändern, sondern die sollen ja auch konkrete Vorteile für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringen. Die sollen das Arbeitsumfeld noch besser machen. Wir wollen weiterhin ein attraktiver Arbeitgeber sein und gerade auch im Pflegebereich unsere Teams, unsere Position stärken und weiterhin die besten Fachkräfte hier für die Klinik binden. Ich glaube, das kann uns gelingen in den nächsten Jahren. Dazu gehören neben dem Neubau andere Themenfelder, die im weitesten Sinne auch mit Neubauten zu tun haben, aber teilweise auch schon heute zum Tragen kommen. Zum Beispiel gehen wir gerade als München Klinik die konsequente Modernisierung der medizinischen Geräte, zum Beispiel im Bereich der Bildgebung, an. Wir sind dabei, die Standorte der München Klinik zunehmend inhaltlich, fachlich zu vernetzen und sind einfach dabei, zusammenzuwachsen. Das macht uns stärker und besser. Ein paar Themen, die heute im Klinikalltag noch lästig sind oder nerven, die sollen mit dem Neubau der Vergangenheit angehören. Das sind zum Beispiel weite Wege hier im Bestandsbau oder Vierbettzimmer mit Nasszellen auf dem Gang, was einfach damit einhergeht, dass, wie Herr Reiter schon sagte, dieses Haus eine Historie hat, aber einfach in Teilen schon alt ist. Und wir machen heute eine herausragende Medizin, das ist klar. Aber manchmal wird die Wahrnehmung der Patienten davon getrübt, dass wir in den aktuellen baulichen Strukturen manchmal in einem Setting sind, das der Patient nicht mit moderner Hightech-Medizin verbindet. Vor wenigen Wochen war ich selber betroffen. Mein kleiner Sohn Maximilian, gerade 15 Monate alt, der musste mit seiner Mama in die Kinderklinik. Es war nichts wirklich Bedrohliches, aber zumindest so ernstzunehmend, dass er für mehrere Tage hier in die Kinderklinik musste. Es war für mich ja ganz klar, dass er nach Schwabing kommt, logisch. Und da gibt es auch nichts dran zu bereuen. Die Medizin war wirklich super. Und vor allem auch die menschliche Zuwendung und Betreuung. Sei es von den Pflegekräften, den Ärztinnen und Ärzten, den Reinigungsmitarbeitern und selbst den Leuten an der Aufnahme. Das war schon top. Und alle haben sich bemüht, für so einen kleinen Wurm den Klinikaufenthalt so wenig schlimm wie möglich zu machen. Aber trotzdem habe ich dabei die Erfahrung gemacht, und das ist schon mal was anderes, wenn man selber als Patient oder als Patientenpapa betroffen ist. Dass, wenn man in solchen jahrzehntealten Patientenzimmern der Kinderklinik unterwegs ist, die wir jetzt mit dem Neubau auflösen, dass da einfach Unzulänglichkeiten eines Altbaus sind. Und die Mitarbeiter jeden Tag bemüht sind, diese Unzulänglichkeiten von einem alten klapprigen Fenster bis zu einer Fassade, die schlecht isoliert ist und einfach Wärme reinlässt, zu kompensieren mit Freundlichkeit, mit Engagement und diese Themen wegzulächeln. Und da habe ich mich sehr darauf gefreut oder noch mehr darauf gefreut, nicht nur für meine Familie, zukünftige Patienten, aber auch eben für diese Teams, die täglich mit Engagement dabei sind, einfach in Zukunft ein modernes, helles, technisch perfektes Klinik-Setting zu bieten, in dem sie ihre Expertise in der entsprechenden baulichen Abbildung zeigen können. Und umso mehr freue ich mich jetzt, dass wir so einen tollen Neubau bekommen, dass wir im Großen und Ganzen im Zeitplan sind und schon bald die Monate bis zum Umzug zählen können. Herr Reiter, 18 Monate, wir haben es gehört. Ja. Darüber hinaus, und jetzt schauen wir mit dem Neubau hinweg, freue ich mich, dass hier im Standort Schwabing am Campus so wichtige Themen wie der Wohnraum für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ergänzende medizinische Angebote jetzt auf der politischen Agenda stehen. Das ist wichtig, das macht so einen Standort stark. Und es ist etwas, das sich für einen Standort mit so einer langen Tradition als Gesundheitsstandort richtig und wichtig anfühlt.
Wir in der Münchenklinik Schwabing, wir werden weiterhin unseren Versorgungsauftrag für München und über München hinaus verantwortungsvoll wahrnehmen, sowohl bei den Erwachsenen als auch bei den kleinsten Patienten. Eine Notfallversorgung für Junge und für Alte. Und Schwabing ist und bleibt sicher einer der wichtigsten Medizinstandorte für München und für Münchnerinnen und Münchner, heute und morgen. Und darauf sind wir gemeinsam verdammt stolz. Vielen Dank und einen schönen Tag. So, jetzt ist eröffnet das Buffet. Ich sage jetzt nichts mehr. Schön, dass Sie da sind. Guten Appetit. Bleiben Sie möglichst lange da. Schaut sich die Ausstellung an, die man hat. Und ansonsten einen schönen Tag. Danke.